Willkommen zu unserer Motorradreise durch die Alpen. Es geht kurvenreich über Kärntens Panoramastraßen und durch wunderschöne Alpenlandschaften. Jeden Tag ein Highlight und nach der Tour erwartet uns am Abend das familiengeführte Weike-Hotel der Strasswirt mit einem leckeren Dreigang-Abendessen. In diesem Video seht ihr unsere Alpentour 2018. Das Wetter am ersten Tag sah nicht verlockend aus, aber in den Alpen wechselt das Wetter schnell und so war es auch diesmal. Unsere erste Tagestour führte ins Maltatal, was auch wegen seiner unzähligen Wasserfälle das Tal des stürzenden Wassers genannt wird. Ein unglaublich beeindruckendes Naturschauspiel. Nur eine einzige Straße führt ins Maltatal und endet auf 1900 Metern an der Köln-Rheinsperre. Um das Tal wieder zu verlassen, kehrt man auf selbiger wieder um. Rechts und links, von hohen Bergen umschlossen, schlängelt sich die Straße durch das Tal und wir erblicken die ersten Wasserfälle, darunter auch der Fellbach, das Wahrzeichen des Maltatal. Er ist mit 200 Metern Höhe Kärntens höchster freifallender Wasserfall. Die Malta Hochalmstraße gehört zu den Traumstraßen der Alpen. Von der Mautstelle aus führt sie 14,4 Kilometer kurvenreich durch eine einzigartige Bergwelt. Vorbei an imposanten Wasserfällen hoch auf 1900 Meter. Aber nicht nur die Natur hat es in sich, auch die Straße selbst. Streckenabschnitte sind nur in eine Richtung befahrbar. Hier wird der Verkehr durch eine Ampelschaltung geregelt. Außerdem schlängelt sich die Straße immer wieder durch den Berg. Oftmals ist die Strecke in den Tunneln nass, sodass hier besondere Vorsicht geboten ist. Zudem befindet sich in den zwei Tunneln jeweils eine Spitzkehre. Auch nicht ungewöhnlich ist, dass eine Herde von Bergziegen auf der Straße vorzufinden ist, denn diese laufen hier frei im Almgelände umher. Oben angekommen eröffnet sich eine völlig neue Welt, denn am Ende der Malta-Hochalmstraße liegt der Köln-Breinspeicher mit seiner imposanten Staumauer. Mit 200 Metern ist es die höchste Staumauer Österreichs und eine der größten Talsperren Europas. Der Köln-Breinspeicher ist ein Kernstück des Malta-Kraftwerks. Hier findet Energiegewinnung auf 1900 Metern, umgeben von einer traumhaft schönen Bergwelt statt. Besonders beliebt ist auch der Airwalk an der Köln-Breinsperre, der sich an der Talseite der Staumauer befindet. Auf dem Rückweg vom Maltatal legen wir noch eine weitere Pause am Weißensee ein. Die Region rund um den Weißensee wurde mit dem Europäischen Preis für Tourismus und Umwelt ausgezeichnet und zum Naturpark erklärt. Der Weißensee ist Kärntens viertgrößter See mit einer atemberaubenden Aussicht. Je nachdem, wie klar die Sicht ist, kann man vom Ostufer sogar bis auf die Dolomiten blicken. Sein Wasser ist so glasklar, dass man bis auf den Grund sehen kann. Im Sommer erreicht der Weißensee eine Wassertemperatur von bis zu 24 Grad und ist daher auch ein sehr beliebter Badesee. Unsere zweite Tour bringt uns nach Slowenien. Ein Land, das man nicht unbedingt im Kopf hat, wenn man an die Planung von Motorradtouren denkt.
Dabei hat es doch viel zu bieten und kann ohne Frage mit anderen Motorradregionen mithalten. Zunächst geht es über den Burzenpass, eine praktische Verbindung nach Slowenien, von Österreich aus. Jedoch so ziemlich die schlechteste Straße, die man sich nur vorstellen kann. Und das Ganze auch noch bei 18% Steigung. Die Geschichte des Burzenpasses reicht zurück bis ins 18. Jahrhundert, wo er dem Handel zwischen Kärnten und Slowenien diente. Ein alter T-34-Panzer oben auf der Passhöhe erinnert an die Zeit des Kalten Krieges. Auf slowenischer Seite gibt man sich mit dem Pass hingegen schon viel mehr Mühe. Hier ist die Straße in wesentlich besserem Zustand. Der Burzenpass bringt uns aber auf direktem Weg zum Frischitschpass. 1611 Meter erreicht dieser und ist damit der höchste Gebirgspass Sloweniens. Insgesamt ist die Strecke 45 Kilometer lang und umfasst 51 Spitzkehren mit einer maximalen Steigung von 14%. Von Kranjska Gora aus hoch zur Passhöhe sind die Spitzkehren aus Kopfsteinpflaster, lassen sich aber gut fahren. Die Abfahrt ist dafür wesentlich bequemer und bringt uns ins wunderschöne Sotschertal. Das Sotschertal war das erste, das sich mit seiner nachhaltig ausgerichteten Entwicklung im Tourismus den Titel herausragendes europäisches Reiseziel verdient hat. Mit ihrer charakteristischen blau-grünen Farbe gilt die Sotscha als eine der schönsten Flüsse Europas. Kurz vor dem Pedrillpass, der die Grenze zwischen Italien und Slowenien bildet, erreichen wir die Mangartstraße. Sie beginnt auf 1094 Metern Höhe und führt über 11,5 Kilometer mit einer teilweisen Steigung von 22% auf 2055 Meter Höhe und ist damit der höchste anfahrbare Punkt Sloweniens und der Jülichen Alpen. Ein landschaftlicher Leckerbissen, den man sich nicht entgehen lassen sollte. We'll be right back.
Über den Predil-Pass geht es nun geradewegs nach Italien und weiter nach Tavisio, wo wir unsere Motorräder parken und in die 2384 Meter lange Kabinenseilbahn umsteigen. Diese bringt uns auf 1766 Metern. Oben auf dem Berg erwartet uns die Wallfahrtskirche Santo di Lusari, um die sich ein kleines touristisches Örtchen angesiedelt hat. Neben einem wunderschönen Panoramablick in die Alpen verzaubert das kleine Dörfchen, welches sich an den Berg anschmiegt, mit seinem ganz besonderen Charme. Zurück nach Österreich geht es über den Passo Pramollo bzw. den Nassfeldpass. Neben dem Plöckenpass ist der Nassfeldpass die einzige ausgebaute Straßenverbindung über die Karnischen Alpen. Ein Teil der Straße liegt in Österreich mit dem Namen Nassfeldpass und der andere in Italien mit dem Namen Passo Pramollo. Auf der österreichischen Seite ist der Pass sehr gut ausgebaut, in Italien ist es stellenweise etwas holpriger. Der Scheitelpunkt liegt auf 1530 Metern. Am nächsten Tag ging es dann bei durchwachsenem Wetter früh morgens los zur Nockalm Panoramastraße. Ein einzigartiges Bergpanorama, zauberhafte Almhütten, romantische Ausblicke und kurvenreiche Straßen vom Feinsten erwarteten uns heute. Die Nockalm Panoramastraße gehört zu den schönsten Straßen Kärntens. Die Nockberge sind ein Teil der Gurktaler Alpen. Diese erstrecken sich über einen Teil Kärntens, Salzburg und der Steiermark. Der Name Nock steht für die Kuppe. So werden im Salzburger Land oft die Gipfel bezeichnet. Der zentrale Teil ist der Biosphärenpark Nockberg, in welchem auch die Nockalm Panoramastraße liegt. 35 Kilometer Fahrspaß auf der abwechslungsreichen und schönsten Alpenstraße, die Gärten zu bieten hat. Mit 52 Kehren und zahlreichen Kurven schlängelt sich die Nockalm Panoramastraße durch die einzigartigen Bergpanorama. 2012 wurden die Nockberge von der UNESCO zum Biosphärenpark anerkannt. Die Glockenhütte ist zwar nicht der höchste Punkt der Nockalmstraße, aber einer der beliebtesten Haltepunkte. Neben der Glockenhütte geht ein kleiner Pfad den Berg ein Stück hinauf. Und auf diesem Hügel steht die sagenumwobene Wunschglocke, von der die Hütte ihren Namen hat. Es funktioniert ganz einfach. Man wünscht sich etwas und läutet die Glocke. Und wer weiß, vielleicht geht dieser Wunsch ja in Erfüllung. Die Eisentalhöhe mit 2042 Metern ist der höchste Punkt der Nockalm Panoramastraße. Für uns geht es nun rasant runter ins Tal, wo wir das Salzburger Land erreichen, während wir ein sehr schönes Almgebiet durchqueren. Kurze Zeit später erreichen wir die Steiermark auf unserem Weg zur Thoracher Höhe.
Die Thoracher Höhe ist ein Hochplateau zwischen Kärnten und der Steiermark. Oben angekommen eröffnet sich eine ganz fantastische Bergwelt mit einem wunderschönen Bergsee und einem umfangreichen gastronomischen Angebot. Wir nehmen von hier aus den Sessellift, mit dem wir den Gipfel in 2000 Meter Höhe erreichen. Hier erwartet uns die Anzeige. Wir fahren ein bisschen Seilbahn, Gondel. Naja, nützt ja nichts, ne? Immer nur Moped fahren ist doch langweilig. Von der Thoracher Höhe geht es nun über den Hochrindelpass, der uns noch einmal auf 1561 Meter bringt. Langsam zurück ins Hotel. Am nächsten Morgen brechen wir bei herrlichem Wetter schon früh Richtung Dolomiten auf. Wir starten kurvenreich durch das wunderschöne Lesachtal und gelangen zum Wallfahrtsort Maria Lugau auf 1173 Metern. Es ist das religiöse Zentrum des Tals und ein vielbesuchter und weit über die Grenzen Kärntens hinaus bekannter Wallfahrtsort. Von hier aus geht es über die Grenze nach Italien und weiter zum Furkelpass. Der Furkelpass stellt die kürzeste Verbindung zwischen dem Gardatal und dem östlichen Pustertal dar und ist landschaftlich ein absoluter Leckerbissen. Die Passhöhe befindet sich auf 1789 Metern. Die Passstraße selber ist 19 Kilometer lang und die maximale Steigung beträgt 15%. Wir lassen den Furkelpass hinter uns, denn für uns steht gleich der nächste Pass auf dem Programm, und zwar der Valparola-Pass. Er liegt auf einer Höhe von 2168 Metern in den Dolomiten. Die Straße steigt südseitig noch bis zu ihrem Scheitelpunkt auf 2192 Metern an, wo sich ein Parkplatz sowie ein Museum befindet.
Wenige Kilometer unterhalb des Valparola-Passes liegt der Falzarego-Pass. Dieser liegt auf 2105 Metern. Vom Falzarego-Pass aus haben wir die Seilbahn zum Refugio Lagazui genommen. Das Refugio ist mit seiner Lage auf 2752 Metern eines der höchstgelegenen in Cortina. Seine Terrasse ist für sein fantastisches Panorama auf die umliegenden Dolomitengipfel berühmt und wird daher oft auf namhaften italienischen und ausländischen Zeitschriften abgebildet. Auch wir waren von der Aussicht einfach nur überwältigt. Zwischenzeitlich befinden wir uns aber schon wieder auf der Talfahrt. Und zwar geht es nun über den Falzarego-Pass runter nach Cortina, das Zentrum der Dolomiten. Wer aber nun glaubt, dass dies für heute alles an Pässen war, der irrt, denn der nächste wartet schon auf uns. Es ist der Passo Tre Croci. Er liegt auf 1809 Metern und wir passieren ihn auf unserem Weg von Cortina nach Auronzo. Von Auronzo aus liegen noch etliche Kilometer vor uns. Über eine wunderschöne Strecke geht es kurvenreich zum Plöckenpass, der uns zurück nach Österreich bringt. Am Ende des Tages liegen fast 400 Kilometer hinter uns und viele tolle Erinnerungen an einen unvergesslichen Tag in den Dolomiten. Heute geht es bei bestem Wetter endlich zum Großglockner. Der Großglockner ist ein ganz besonderer Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes, denn mit 3798 Metern ist er der höchste Gipfel Österreichs. Die Großglockner Hochalpenstraße bringt uns zur Edelweißspitze auf 2571 Meter, von der wir einen unvergesslichen Blick über die alpine Region haben werden. Zunächst machen wir nochmal eine kleine Pause am Jungfernsprung. Denn bis hierhin liegen bereits gut 100 Kilometer hinter uns. Die Legende berichtet von einer Jungfrau, die auf der Flucht vor dem Teufel an einer senkrechten Felswand vor Verzweiflung runterspringt. Jedoch den Sturz überlebte, weil Engel sie aufgefangen haben. An dieser Stelle ist heute ein 130 Meter hoher Wasserfall zu sehen, eben der Jungfernsprung. Von hier aus geht es durch Heiligenblut direkt zur Mautstelle. Nachdem wir die Mautstelle passiert haben, alles verstaut haben, geht es direkt kurvenreich hoch hinaus in den Alpinbereich. Es dauert nicht lange, bis wir die Baumgrenze hinter uns lassen und sich vor uns eine völlig neue Landschaft auftut. Insgesamt erwarten uns 48 Kilometer mit 36 Kehren, die uns tief hinein ins Zentrum des großen Nationalparks Österreich führen. Zahlreiche 3000er öffnen sich unseren staunenden Blicken, aber der größte vor allem ist der Großglockner. Mit 3798 Metern überragt der markante Berg die gesamte Region und ist gleichzeitig der höchste Gipfel der Alpenrepublik. Tell me to leave you alone.
Unser erstes Ziel ist die Kaiser-Franz-Josef-Höhe. Hier erwartet uns neben einem Besucherzentrum, einer Aussichtswarte und einem Gastronomieangebot die berühmten Murmeltiere, die hier ihr Zuhause in der Bergregion haben und der 9 Kilometer lange Gletscherzunge fast die Show stehlen. Von hier aus bringt uns die Großglockner Hochalpenstraße weiter zum nächsten Höhepunkt der heutigen Tour. Es geht über das Hochtor, wo sich der eigentliche Pass mit 2504 Metern befindet, zur Edelweißspitze, dem höchsten Aussichtspunkt der Großglockner Hochalpenstraße. Von hier lassen sich 37 Dreitausender und 19 Gletscher bestaunen. Thinking of you and me.
Die Abfahrt von der Edelweißspitze runter zur Mautstelle in Verleiten geht recht zügig. Allerdings liegen nun noch 200 Kilometer bis zu unserem Basishotel vor uns. Hier bedienen wir uns aber einfach einer Abkürzung und nehmen in Böckstein hinter Bad Gastein den Autozug durch das Gebirgsmassiv nach Malnitz und sparen so 100 Kilometer Landstraße. Die eingesparte Zeit haben wir nämlich lieber genutzt, um die Großglockner Hochalpenstraße in vollen Zügen zu genießen, und so geht ein weiterer toller Tag zu Ende. Der letzte Tag stand ganz unter dem Motto Chill Day. Ein ruhiger Ausklang nach einer grandiosen Woche mit vielen tollen, kurvenreichen Kilometern stand heute auf dem Programm. Zunächst ging es zur Villacher Alpenstraße. Die Villacher Alpenstraße ist 16,5 Kilometer lang, hat 7 Kehren und 116 Kurven. Sie überwindet 1200 Höhenmeter und bietet eine tolle Aussicht auf den Farkersee, den Ossiacher See und den Wörthersee. Hier können wir uns einmal von oben anschauen, wohin unsere heutige Tour uns führt. Zudem ist die ganzjährig geöffnete Villacher Alpenstraße eine von insgesamt 5 Premium-Alpenstraßen in Österreich. Von hier aus vorbei am Farker See ging es weiter zum berühmten Wörthersee nach Velden, dem Hotspot am Wörthersee. Die Metropole liegt am Westufer des Wörthersees. Trendig, stylisch und modern, so zeigt sich Velden und lockt etliche Besucher an. Schicke Boutiquen und gemütliche Straßencafés prägen das Ortsbild und laden zum Flanieren ein. Wer sehen und gesehen werden will, der sichert sich Plätze in vorderster Reihe rund um das Casino Velden. Auch ein ordentliches Stück Wörthersee-Filmgeschichte wurde hier geschrieben. Daher ist das renommierte 5-Sterne-Falkensteiner Schlosshotel Velden nicht nur Urlaubsdomizil internationaler Stars, sondern immer noch begehrtes Fotomotiv sowie die Roy Black-Büste auf der gegenüberliegenden Seite. Wir lassen uns in einer der vielen Bars am Ufer nieder, schlürfen antialkoholische Cocktails bei strahlendem Sonnenschein und genießen den letzten Tag unseres Motorradurlaubes in Kärnten.